Okay, also ich hasse es. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, als erstes einmal Leute, ich habe keine Ahnung, wie das Bild gerade aussieht. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche gerade ein bisschen meine Kameraqualität zu verändern. Deswegen, ich hoffe, dass alles mit den Farben gut klappt. Als ich neulich meine Novina-Palette gegen eine Palette von Action habe antreten lassen, habe ich euch gefragt, ob ihr Bock habt auf ein Action Full Face Make-up in aktualisierter Version. Ich habe das ja schon öfters mal gemacht. Und eigentlich alle Leute haben gesagt, ja. Und hier bin ich. Ich war bei Action einkaufen, habe alles für ein Full Face gekauft und was die Produkte so können für ein Full Face, 1 € Make-up, bleibt einfach dran. Also, als erstes einmal würde ich sagen, ich fange ja sonst immer mit den Augen an. Das überspringen wir heute. Wir fangen mit dem Gesicht an und hoffen dann, dass die Lidschatten hinterher nicht alles zerstören. Aber wir werden sehen. Ich habe auch schon Gesichtspflege drauf und Lippenpflege drauf. Und als erstes habe ich dieses Produkt hier. Das ist von Max & More. Und ich habe jetzt hier den Face Primer Make-up Base Illuminating. Und das ist gerade für meine trockene Haut natürlich sehr, sehr gut. Da sind so richtig schöne kleine lichtreflektierende Pigmente drin. Und ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Ich finde immer schade, dass alles einzeln verpackt ist. In diesem Produkt sind 27 Milliliter drin. Und es ist sogar eine Glasflasche, was ich sehr cool finde, hat einen Pumpspender und ich werde das jetzt mal, der Klassiker, erstmal einfach so ein bisschen auf meine Hand geben und das jetzt auf mein Gesicht auftragen. Riecht ein bisschen so wie so manche Allwerde-Produkte. Und ich gebe das jetzt mal auf mein Gesicht auf. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich habe keine Ahnung, wie viel man davon braucht. Übrigens wird mein Gesicht gleich richtig rot sein. Das hat nichts mit den Produkten zu tun. Ich sage es gerne immer wieder, weil Leute sonst sagen, oh nein, was ist das? Nein, das hat nur mit meinem Gesicht zu tun. Ich reagiere super empfindlich auf Berührung. Okay, also mein Gesicht fühlt sich jetzt sehr gepflegt an. Und ich sehe auf jeden Fall schon, dass es Glow schenkt. Das finde ich sehr, sehr schön. Ist definitiv nichts Mattierendes, es ist nichts Porenfüllendes oder so. Es sind außerdem keine groben Glitzerpartikel oder so drin. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir als nächstes zu Foundation und da habe ich diese hier. Ich glaube, sie wird mir jetzt einiges zu dunkel sein, gerade für die Jahreszeit. Aber es gab keine hellere Nuance und deswegen habe ich die jetzt einfach mal genommen. Das ist die Foundation in Matt Shine Control. Ich habe nicht wirklich Shine in meinem Gesicht von Natur aus sozusagen, aber das ist die einzige, die passt. Ich habe mir aber dazu noch Highlighter Drops gekauft. Das ist die Variante 138 Dreamcatcher. Hier war jetzt auch gar kein Plastik mit drin. Ich frage mich, warum das bei den anderen dann war. Und dieser flüssige Highlighter sieht erstmal ziemlich dunkel aus. Es sind 10 Milliliter drin und ich habe vor, das ein bisschen in die Foundation reinzumischen. Mal sehen, wie gut das klappt. Ich habe von Essence welche, die mehr so silbrig sind. Dieses ist jetzt schon so Bronze, Roségold. Aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem ganz gut. Sie ist auf jeden Fall fest. Sie fließt überhaupt nicht runter. Und ich weiß auch, dass sie ein bisschen nachdunkelt. Und sie ist auch jetzt schon ein bisschen dunkel auf meinem Handrücken. Machen wir doch jetzt mal eine kleine Bronzestatue aus mir und geben noch ein paar von den Highlighter-Tropfen rein. Das ist übrigens auch eine Glasflasche mit Pipette. Oh, 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 oh. Jetzt sehe ich, glaube ich, echt gleich aus wie der Zinnmann. Vor allem, ich sag noch, die Foundation ist zu dunkel und dann mixe ich mir da noch so was Bronzefarbenes rein. Aber es gab nichts Helleres. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben. Schauen wir mal. Ich gebe das auf jeden Fall jetzt erstmal auf mein gesamtes Gesicht auf und werde das mit meinem Beauty-Schwamm einfach mal komplett einarbeiten und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich würde sagen, das geht voll klar. Ein bisschen dunkel zu meinem Hals hin, aber ich verblende das jetzt einfach ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin gerade echt ein bisschen geschockt, weil die Foundation sitzt so extrem gut auf meiner Haut. Also, ich kannte die ja schon vorher und mochte die sehr. Ich habe die sogar schon mal nachgekauft. Aber so gut. Ihr müsst wissen, im Moment funktioniert für mich nicht wirklich eine Foundation, weil alles viel zu trocken aussieht. Aber
Die sitzt sogar an meiner Nase jetzt super. Also hier in dem Bereich habe ich ein bisschen viel aufgetragen. Und keine Frage, ich habe definitiv mit dem Flüssig-Highlighter übertrieben. Mein Gesicht glitzert hier ein bisschen extrem und hier. Seht ihr diesen Glow, den mein Gesicht einfach überall hat? Okay, also so darf es jetzt sehr gerne weitergehen. Meine Hände glitzern. Eigentlich trage ich ja immer nur Foundation auf oder nur Concealer. Ich trage selten tatsächlich nur beides zusammen. Ich werde das aber jetzt mal machen und werde mir diesen Concealer hier aufgeben. Einfach mal so ein bisschen unter meine Augen. Ein bisschen so die Schatten noch abzudecken, die ich da habe. Der hat jetzt nicht wirklich einen auffällenden Effekt, einfach aufgrund der Farbe. Im Sommer sieht das halt sogar bei mir ein bisschen anders aus. Das ist übrigens die Farbe 142 Nude. Eben beim Foundation auftragen habe ich ja so ein bisschen die Unteraugenpartie ausgelassen, weil ich finde, wenn man halt Foundation bis komplett ans Auge aufträgt und dann auch noch Concealer aufgibt, dass es dann super schnell halt so cakey aussieht und dass sich das Produkt halt in den Augenfältchen noch leichter absetzt. Ich finde mal, komplett kann man das nicht vermeiden, gerade wenn man halt so tiefere Fältchen auch unter den Augen hat. Die habe ich zum Beispiel schon immer und deswegen ist das einfach so. Ist kein Problem für mich. Wenn ihr mit einem Schwamm aber unterm Auge lang geht, könnt ihr immer noch ein bisschen Produkt quasi sozusagen wieder abnehmen und es wird nicht ganz so extrem schlimm. Der Concealer hat sich super schön einblenden lassen. Auch den kannte ich schon und ich mag den echt gerne. Er ist sehr, sehr schön natürlich und vor allem hat er auch noch selber so ein bisschen Strahlkraft. Also es macht eure Unteraugenpartie nicht totmatt, was für mich auch immer super wichtig ist. Jetzt ist auf jeden Fall alles in meinem Gesicht sehr, sehr glowy und vor allem halt auch so sehr, ja, es fühlt sich so ein bisschen nass an einfach. Und ich würde das gerne jetzt einmal so ein bisschen fixieren mit Puder, damit alles nicht mehr verrutscht. Und da habe ich diese Palette hier und das Problem, was ich habe, ist, dass das Puder zu gelb ist für mich und das hier gerade zu dunkel. Deswegen kann ich davon, also wenn ich jetzt davon eins von den hellen Pudern benutzen würde, würde ich alles zerstören und ich möchte das Endergebnis nicht verfälschen. Deswegen gehe ich einmal ganz schnell einfach nur in ein Kompaktpuder. Das ist jetzt hier von Rival Loves Me und damit pudere ich einfach mein Gesicht kurz ein bisschen ab an den Stellen, wo es notwendig ist, damit die Produkte danach sich besser auftragen lassen oder beziehungsweise damit mir nicht alles in Fältchen rutscht. Jetzt ist alles ganz leicht abmattiert und fixiert, aber ich habe immer noch so ein Strahlen einfach von den Produkten im Gesicht. Das gefällt mir so unglaublich gut gerade. Dann benutze ich aber nochmal die Palette, die ich euch gerade gezeigt habe und werde in diesen Ton hier gehen und den so ein bisschen als Bronzer in meinem Gesicht auftragen. Das ist übrigens die Shape & Blush Palette. Und das gebe ich einfach überall da auf, wo ich sonst so Bronzer auftragen würde, wo die Sonne mich so zuerst trifft sozusagen. Aber auch so als eine Mischung zwischen Contour und Bronzer. Der Bronzer ist mir definitiv zu warm. So sehr in die Orange-Richtung eher bei mir persönlich. Das trage ich mir jetzt auch ein bisschen so wie Blush auf, so ein bisschen. Mit dem Rest, der noch am Pinsel dran ist. Also ich gehe jetzt nicht nochmal in neues Produkt rein. Dieser Fleck hier von den Highlighter-Tropfen stört mich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen, weil es jetzt ein bisschen mehr auffällt. Weil ich mir nämlich später was Extravaganteres auf die Lippen geben möchte und auch mein Lidschatten ein bisschen funky wird, dachte ich, heute nehmen wir mal Bronzerton als Blushton. Okay, also bei Augenbrauen muss ich euch so halb enttäuschen. Es gab kein Augenbrauenprodukt, was meiner Haarfarbe nur ansatzweise entsprochen hat, leider. Und ich wollte mir jetzt nicht super warmes, dunkelbraunes oder schwarzes mitnehmen. Das hätte einfach nicht gepasst. Und deswegen werde ich meine Augenbrauen kurz hiermit ausfüllen. Das ist von Catrice die neue 3D Brow Two-Tone Pomade in Waterproof und die passt einfach richtig gut zu meinen natürlichen Härchen und das werde ich einmal auftragen. Aber ich habe noch ein anderes Augenbrauenprodukt von Action und das testen wir, wenn ich dann damit durch bin. Und das Produkt, was ich jetzt mit euch zusammen testen möchte, ist das Eyebrow Gel Sculpt and Sets
Und das soll die Augenbrauen fixieren und sie auch natürlich aussehend in Form halten. Das ist die Farbe 220 Transparent. Ich mag ja zum Beispiel auch das durchsichtige Augenbrauengel von Essence sehr gerne. Sieht eigentlich ziemlich genauso aus, nur dass das Bürstchen so ein Riesenbürstchen ist. Das mag ich persönlich nicht so gerne, aber wir werden jetzt mal schauen, wie das so ist. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass es sich super nass anfühlt und quasi so mega viel Produkt abkommt. Aber tut es gar nicht. Und das ist jetzt auch mit der Bürste nicht so, wie ich gedacht habe, dass es vielleicht ein bisschen zu groß ist oder so. Weil es auch durchsichtig ist, geht das eigentlich. So, Produkt ist jetzt drauf. Wir lassen es jetzt auf jeden Fall erstmal antrocknen und gucken dann gleich mal, wie fest sich das anfühlt. Also es ist auf jeden Fall nicht super nass, nicht unangenehm. Es sind 9 Milliliter übrigens drin. Und während das settet mit den Augenbrauen, tragen wir jetzt zusammen Highlighter auf. Da habe ich jetzt hier von der Marke Meki die Highlighter-Palette mit insgesamt 3 verschiedenen Farben. Und ich glaube, dass mir das an sich sogar zu dunkel ist. Man könnte das halt auch sehr gut als Blush-Topper sozusagen benutzen. Es sind nämlich 2 verschiedene rosa Farben drin und eins, was wirklich sehr gelblich ist. Das ist übrigens die Variante 611. Born to Shine. Die Farben sind auf jeden Fall mega schön. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in diesen Ton hier und tragen den mal auf. Und weil der auch so ein bisschen Farbe hat, gehe ich jetzt einfach mal mit einem Blushpinsel rein. Machen wir das mal großzügig heute. Der Blushpinsel ist jetzt natürlich nicht super festgebunden. Wenn ihr einen Highlighterpinsel benutzt, vielleicht auch einen kleineren, der fester gebunden ist, könnt ihr das Pigment auf jeden Fall stärker aufgeben als jetzt mit so einem Pinsel. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich kann mir das auch sehr gut als Blush-Topper vorstellen. Gibt nämlich wirklich auch nur minimal Farbe ab. Also es ist jetzt nicht wie im Pfändchen direkt auf meiner Haut. Es kommt aber nah ran. Da ich eh schon eine Disco-Kugel bin, macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja, wenn das jetzt kein Glow in meinem Gesicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Kommen wir jetzt zu den Augen. Und ich glaube, das ist das, wo viele auch immer sich richtig drauf freuen. Als erstes einmal habe ich diese Palette hier gekauft. Das ist von Meki wieder, die Ironic Iconic Palette. Und diesmal in der Variante 613 Rose Storm. Ich hatte ja schon die lilane Variante davon getestet, die aussieht wie die Norvina Palette. Das Video dazu werde ich euch hier oben verlinken. Schaut sehr gerne nach diesem Video dort vorbei. Und diese hier kommt euch vielleicht von den Farben her auch bekannt vor. Ich finde, sie sieht aus wie die Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills. Das sind die Farben. Sehr schön, aber da wir eine von denen schon zusammen getestet haben, die hatte ich mir jetzt einfach nur mitgenommen, weil ich sie sehr schön fand, dachte ich, testen wir heute etwas anderes zusammen. Tada! Ist das nicht süß? Ich habe mich so sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Das ist übrigens die Variante 629 Sugar Pie, bevor ich das vergesse. Don't Sugarcoat Make-up Palette. So sieht die Palette auf jeden Fall dann selber aus. Und ihr seht schon, da sind einige verschiedene Lidschattenfarben drin. Und in der Mitte ist einmal 2 Highlighter und ein Blush. Aber ich habe mich halt jetzt gegen Pink entschieden, weil ich wusste, das wird mir sonst zu krass. Und Highlighter habe ich ja bereits jetzt den aufgetragen, den ich euch gerade gezeigt habe. Und ich war mir nicht sicher, was ich mit dieser Palette machen möchte. Sie bietet halt super viele von diesen Pop-Colors. Wisst ihr was? Ich lege einfach mal los und wir gucken am Ende, was bei rauskommt. Ich mache erstmal ein Auge und das andere dann ohne euch. Okay, okay, okay. Damit mir jetzt nichts schief geht, werde ich nochmal das Puder benutzen und mal kurz mein Lid nochmal abpudern. Und dann gehe ich jetzt all in. Ich gehe in diesen Ton hier rein. Jetzt geht wahrscheinlich alles schief. Klopfe ab und presse mir das hier aufs Auge drauf. Die Farben in der Palette sehen alle so ein bisschen schimmerig aus. Ich weiß nur nicht, ob das so besprüht ist. Manchmal haben Farben ja so eine Übersprühung. Vor allem, ich nehme auch so direkt lila, lila-blau. Eine der schwersten Farben, die man überhaupt herstellen kann. Ihr seht, ich trage das jetzt so ein bisschen rundlich auf. Und wenn ihr das wirklich auftupft, habt ihr auch viel bessere Kontrolle,
wo das Pigment genau hinkommt. Dann mache ich den Pinsel einmal sauber. Ich gehe jetzt in diesen Ton hier, also in das Pink. Ich habe wieder abgeklopft und versuche jetzt mal den Rand mit dieser Farbe ein bisschen auszublenden und hoffe, dass jetzt nichts schief geht. Also ihr seht, das Lila blendet quasi jetzt komplett weg, wenn ich da drüber gehe. Welche Ansprüche hast du eigentlich an Action-Make-up? Also bei mir ist es halt so, ich habe super viele Lieblingsprodukte tatsächlich, gerade auch Lidschattenpaletten. Deswegen sind meine Ansprüche mittlerweile sogar relativ hoch. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, was es dann letztendlich ist. Und ich kann das jetzt hier wahrscheinlich nicht mit meiner allerliebsten Love Science Palette von BH Cosmetics messen. Bekomme jetzt auch Fallout, aber nur so wenig. Also da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Das sieht einfach aus, als hätte ich so ein Pfeilchen am Auge. Okay, vom Waschbär zum verprügelten Waschbär. Ich blende jetzt nochmal mit einem Pinsel ohne Pigment einfach nochmal ein bisschen hier oben rum. Ich benutze jetzt schnell noch ein Make-up, was heller ist als das Action-Make-up, aber ist ja eigentlich völlig egal, was ihr für eure Cut-Creases benutzt. Dann noch so einen kleinen flachen Pinsel, gehe ich damit rein, ziehe mir eine Cut-Crease, damit die Farben danach besser rauskommen. Das mache ich mit all meinen Lidschatten so und sie sollen ja alle hier eine gleiche Chance bekommen. Cut-Crease ist drauf. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal in diesen Kupferton hier rein. Das sieht doch schön aus. Ich war sehr schlau und habe meinen Concealer nicht ganz antrocknen lassen. Nochmal mit dem Finger. Ich habe das Gefühl, das wird am Ende so ein Pastell-Look, obwohl die Farben dunkel sind. Also wisst ihr, es wird alles so ganz zart, obwohl es ja eigentlich dunklere Farben sind. Wir sind ja nicht hier, um das allerschönste Ergebnis zu erzielen, sondern um zu schauen, wie die Produkte sind. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Peach-Ton hier. Den setze ich jetzt einfach hier vorne drüber. Oh, der ist auch schön. Der ist ganz weich, krümelt auch im Pfännchen, nicht auf dem Auge. Und lässt sich richtig schön einarbeiten. Dann benutze ich jetzt den hellen Highlighter-Ton und gehe damit nochmal in meinen Innenwinkel. Nein, doch nicht. Oh Mann, irgendwie verändert das einfach gar nichts. Ich gehe jetzt noch in diesen Aubergine-Ton und setze es halt außen hin, um es zu verdunkeln. Was wollte ich da nochmal mitmachen? Verdunkeln? Nichts passiert. Ich muss mal kurz einwerfen, dass ich noch nie enttäuscht war, richtig, von einer Lidschattenpalette von Action, soweit ich mich erinnern kann. Und das macht mich gerade irgendwie traurig. Ich gehe jetzt in den Ton vom Anfang rein, um es irgendwie zu schaffen, meinen Außenwinkel zu verdunkeln. Okay, also ich hasse es. Es sieht so schrecklich aus. Vor allem, ich habe halt hier auch so eine blaue Ader. Und die ergänzt das gerade richtig schön. Okay, also ich habe jetzt beide Seiten fertig und ich glaube, ihr könnt auch sehen, dass diese tatsächlich schöner geworden ist als diese. Der Farbunterschied zwischen den einzelnen Farben ist viel schöner. Das Lila ist trotzdem komplett fleckig, genau wie hier auch. Und ich hatte auf dieser Seite dafür aber noch viel, viel mehr Fallout als auf dieser Seite. So, Fazit zum Augenbrauengel. Leute, das wird richtig hart. Also das von Essence hat für mich persönlich nicht so einen super krassen Effekt zum Beispiel. Das hier erinnert mich schon fast an das von Benefit tatsächlich. Also vom Härtegrad sozusagen. Ja, also da hängt definitiv von meinen Haaren nichts mehr runter. Falls ihr wirklich sehr, sehr widerspenstige, feste Haare habt an den Augenbrauen, ist das vielleicht nicht genug. Aber ich denke mal, für die meisten wird das ein sehr, sehr gutes Produkt sein. Für mich ist diese Palette leider ein kompletter Flop. Okay, ich glaube, es wird nicht wirklich besser werden jetzt. Mascara, und da funktioniert auch für mich persönlich nicht super viel. Silikonbürstchen, und dann muss es auch wirklich ein sehr bestimmtes Bürstchen sein. Ich habe jetzt hier diese Mascara, die hat zwei Seiten, die habe ich auch schon mal mit euch benutzt.
Und ich meine, es war nicht so gut. Das ist die Fat Lash Fiber Mascara mit zwei verschiedenen Seiten. Einmal diese weiße Seite und dann eine schwarze Seite. Und ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance. Ich werde als erstes meine Wimpern biegen. Und das Bürstchen sieht übrigens identisch aus zu dem Augenbrauenbürstchen. Es ist genau die gleiche Bürste. Ah ja, ich erinnere mich. Da kommt nämlich quasi auch nichts von ab, von diesem Mascara-Bürstchen. Ja, das können wir also überspringen. Kommen wir zu der anderen Seite. Das ist ebenfalls wieder dieses Bürstchen. Und die trage ich mir jetzt einmal auf. Für unten finde ich die ganz hübsch, aber auch da hatte ich schon bessere Mascaras für unten. Und oben sauge ich mir jetzt gerade meinen Lidschatten voll. Also es ist genau, wie ich das in Erinnerung habe. Meine Wimpern hängen sehr nach unten. Ich biege die jetzt nochmal mit meinen Fingern hoch, während das trocknet. Das mache ich auch immer. Die Mascara ist auf jeden Fall sehr schön schwarz, aber sie ist leider sehr nass. Und sie tut nichts für mich. Also meine unteren Wimpern sind jetzt länger als meine oberen gefühlt. Vor allem auch wirklich zu wenig zu diesen Lidschatten-Looks auf meinen Augen jetzt. Kommen wir jetzt zu den nächsten Produkten. Und zwar habe ich mir ein neues Lipstick-Set mitgenommen. Und die finde ich richtig gut. Ich habe jetzt hier die Variante 302 und 319 zusammen. Das sind die Lipsticks Matte Duo Packs. Und die gibt es halt in unterschiedlichen Farben. Und ich liebe die. Ich habe tatsächlich bei denen, die ich schon habe, das gleiche Gefühl auf den Lippen und ich habe sie auch genauso lange getragen wie meine MAC-Lippenstifte tatsächlich, also die normalen Lippenstifte mit dem Satin Finish. Die sind sich so unglaublich ähnlich, ihr glaubt das nicht. Und ich wollte erst jetzt den Newtone reinmachen vor allem, drauf machen, weil die Augen jetzt so krass geworden sind. Aber ich dachte, nein, komm, du weichst nicht von deinem ursprünglichen Plan ab und nimmst den dunklen Ton, die Nummer 319 Indigo Plum. Das ist nämlich so ein richtig schönes dunkles Lila. Aber als erstes möchte ich mein Gesicht fixieren, beziehungsweise, ja, ich wollte sagen, dass es halt nicht mehr so staubig oder so pudrig aussieht. Sieht es aber eh schon nicht. Es sieht wunderschön strahlend aus. Aber egal, wir benutzen es jetzt trotzdem. Das ist von Max & More, das Make-up Fixing Spray. Hydrating, natürlich für meinen Hauttypen. Hier sind insgesamt 75 Milliliter drin. Es ist eine Plastikflasche mit Sprühkopf. Wow! Okay, also es ist parfümiert. Es riecht sehr frisch. Irgendwie nach Waschmaschine, also nach frisch gewaschener Wäsche. Ich glaube, viele mögen das nicht. Ich persönlich habe gerade keine Probleme damit. Der Nebel ist wirklich sehr fein. Also ich habe wirklich schon vieles durchprobiert. Als erstes kommt es relativ stark raus, aber dann sieht es ziemlich fein aus. Schauen wir mal. Okay, ich habe keine Tröpfchen im Gesicht. Wenn es zu groß ist, der Sprühkopf, dann kommen da ja immer richtige Tröpfchen raus. Aber hier kommt Nebel raus. So ein Spraynebel. Und es ist jetzt auch schon trocken. Also ich kann euch dazu natürlich jetzt keinen Langzeittest geben, aber ich glaube, das würde in meine tägliche Make-up-Routine reinwandern, weil ich gerade kein so feines habe und das lässt sich ja auch richtig gut aufschrauben. Da kann man also auf jeden Fall auch was anderes reinfüllen, wenn das später mal leer ist. Kommen wir dann jetzt zum Lippenstift. Ihr wisst, ich liebe Lippenstifte. Ich liebe diese Farben. Und ich liebe es nicht, dass ich vergessen habe, meine Lippen zu peelen. Okay, jetzt ganz ohne Lip Liner, damit ihr auch seht, wie die Farbe aussieht alleine, wie das Finish ist. Leute, eure Zähne sehen natürlich immer so richtig krass weiß aus durch solche Farben, die so einen Blauanteil drin haben. Und wenn ihr das jetzt noch abnehmt, dann ist es so semi-matt. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Ich liebe die. Ich hoffe jetzt natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ja, ich euch unterhalten konnte, trotz dem Desaster her. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu den Produkten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!